Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir wieder einen Kundenumbau und zwar haben wir die Francesca Edition hier stehen. Die steht hier, ist eine Ducati Panigale V4, ihr könnt sie noch nicht sehen. Ich würde sagen, ihr seht sie jetzt gleich nach dem Intro. Wir fangen an mit dem Bikeporn und dann gehen wir in die Details. Viel Spaß bei dem geilen Gerät hier. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Hier steht sie, ihr habt den Bikeporn schon gesehen. Ich hoffe, der Bikeporn hat euch auch gefallen. Francesca Edition Ducati Panigale V4. Ist also keine S oder auch keine R. Wir haben hier auch hier noch die originalen Felgen drin. Genau, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach wieder auf die ganzen Details ein, was wir verbaut haben, warum wir es verbaut haben. Man sieht natürlich optisch jetzt schon gleich als erstes wieder die Superbike-Verkleidung. Hier haben wir aber diesmal eine andere Carbonart gewählt. Und zwar hatten wir bei der Estella Edition, die kann ich hier rechts oben gerne mal verlinken, hatten wir eine 200G Superbike-Verkleidung und das ist jetzt eine 400G. Das kann man hier ganz gut erkennen, dass das hier ein bisschen gröber ist. Also ich glaube hier an der Tankhaube, glaube ich, sieht man das auch ganz gut. Genau, das ist halt einfach ein bisschen gröberes Carbon. Macht halt von der Optik nochmal ein bisschen was aus. Der eine mag es nicht. Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt oder nicht. An sich ein bisschen gröberes Carbon. Sonst haben wir hier natürlich wieder eine wunderschöne Farbe ausgewählt. Ich hoffe, das kommt auch auf dem Video hier so gut rüber wie in echt, weil das ist wirklich wunderschön. Die Folierung haben wir wieder zusammen mit dem VWLer Industry gemacht. Also der Luis hat es wieder foliert. Wir haben es wieder designt. Genau, unsere ganzen Editions, egal ob die Francesca, die Paola, die Swarm Edition, die haben alle ja dieses Design, nur eben alle immer unterschiedliche Farben. Sieht aber, wie ich finde, richtig geil aus. Die Farbe kommt natürlich der Paola Edition schon ein bisschen näher, wobei man sagen muss, das hier ist matt. Ich hoffe, man, schauen wir mal, ob es, ja, hier glaube ich, kann man es ganz gut erkennen. Es hat eine matte Farbe. Das von der Paola war eher mehr türkis. Das hier ist eigentlich eher so blau-türkis. Müsst ihr eigentlich mal in live sehen. Also wenn ihr die Maschine mal auf der Rennstrecke seht, dann werdet ihr wissen, von was ich jetzt hier gerade rede. Kurzer Zwischenschnitt vom Video. Ich wollte euch die Farbe natürlich auch noch in der Sonne zeigen. Nur ich habe es im Video total vergessen. Deswegen ist es jetzt hier einfach irgendwo dazwischen geschnitten. So, ich gehe mal noch ganz kurz hier näher ran. Ja, wird scharf. Ja, perfekt. Oh, damit man mal sieht, wie schön diese Farbe hier eigentlich ist. Junge! Wow! Dann haben wir hier auch wieder die Felgensticker, vorne und hinten, auch in der gleichen Farbe eben wie hier das Hauptdesign. Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Wir haben hier ganz vorne, sehen wir die TK Dischifrino Bremsscheiben mit 6,0 mm Dicke. Das ist die maximale Dickeanzahl oder Dickegrad, der hier bei der Scheibe reingeht. Also wenn man hier auch, mal schauen, ob ich das hier ranzoomen kann. Ja, okay, leider wird es nicht ganz scharf. Ah, jetzt ein bisschen sieht man es. Also es ist wirklich hier maximal, was geht. Ach, hier auf, ich glaube, hier auf der Seite sieht man es sogar noch ein bisschen besser. Genau, also mehr ist bei diesem Sattel nicht möglich. Also TK Dischifrino Bremsscheiben. Dann haben wir hier Brembo Z04 Bremsbeläge verbaut. Man sieht auch gleich noch an den, das sind ja die standardmäßigen Brembo-Sättel, die bei der Panigale verbaut sind. Sieht man hier die Schnellverschlüsse auch noch. Schnellverschlüsse funktionieren so, man kann die im Prinzip hier runterdrücken und leckagefrei komplett abziehen. Also hier ist kein Tropfen und man muss auch nicht wieder hier neu entlüften oder irgendwas. Das heißt, man kann die jetzt auch einfach wieder draufstecken. Mit einer Hand ist ein bisschen schwierig hier gerade. So, jetzt sind die wieder drauf und der Druck ist auch sofort wieder da. Also, richtig cooles Gadget, gerade um auch die Sättel hier zu reinigen, natürlich optimal. Dann, wenn wir hier mal reinschauen, können wir den Kit-Kühler erkennen. Und zwar haben wir hier,
Oh, muss man schon hier, den Kit-Kühler von MB Motorsport verbaut. MB Motorsport ist auch bekannt aus der World Superbike, also das Team Aruba und sowas, fährt zum Beispiel auch diese Kühler. Hier können wir auch noch sehen, Hehl-Bremsleitungen. Wir haben natürlich das ABS stillgelegt und sind somit hier mit der Leitung direkt nach oben gegangen, direkt an die Bremspumpe. Wir haben hier so einen Verteiler gemacht, der dann hier, zack, rüber auf die andere Seite geht. Hier haben wir natürlich auch noch einen Schnellverschluss. Dann, Felgen sind standardmäßig, vorne sowie hinten. Komm, wir haben hier noch einen Carbon-Kotflügel. Dann sieht man hier schon den Öhlen-Sticker. Und zwar haben wir hier in die originale Showa-Gabel das NX-Cartridge reingebaut. Hier kann man das mal sehen, die zwei Kappen. Das aber auch nochmal von uns überarbeitet ist. Falls ihr mal gerne so ein Video sehen wollt, wie wir so ein Cartridge überarbeiten, beziehungsweise was wir vielleicht auch überarbeiten, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert, dann können wir da auch gerne mal ein Video drüber machen. Jetzt, wo wir hier schon oben angekommen sind, sieht man zum Beispiel auch hier ganz vorne das i2M Dashboard. Wir werden das Bike natürlich später auch gleich mal anlassen, dann werden wir das Dashboard auch nochmal ganz kurz sehen und wir kriegen natürlich den Sound von der Auspuffanlage, aber da kommen wir jetzt erst gleich noch dazu. Genau. Gehen wir hier mal kurz nach vorne. Da haben wir hier den Öhlins-Lenkungsdämpfer mit einer Lenkungsdämpferstelle hier festgemacht am Spider-Lenker. Genau, Spider-Lenker mit 45er Offset. An den Lenkern haben wir hier verbaut die Chaprime-Lenkerschalter, womit sich das i2M-Dashboard komplett bedienen lässt. Hier auf der anderen Seite haben wir den Chaprime-Kurzhub-Gasgriff. Das heißt, der Weg hier ist um einiges kürzer als original und natürlich auch spielfreier als der originale Gasgriff. Also wenn ihr den originalen Gasgriff kennt, das ist wirklich bei Ducati eine Schwachstelle. Dann haben wir hier noch den Lenkerschalter, der auf dem Gasgriff drauf sitzt, plus hier unsere Spezial-Lenkerklemme, damit man hier nochmal ein bisschen Platz hat und mit der Bremspumpe nochmal hier ganz gut reinkommt. Dann Bremspumpe haben wir hier verbaut, die Brembo CNC Bremspumpe. Und man kann auch hier, muss mal kurz auf die andere Seite gehen, noch den Brake Lever Guard, also den Bremshebelschutz von Bonamici sehen, der, wie ich finde, einer der besten Bremshebelschütze überhaupt ist, weil auch aerodynamisch gesehen, ich glaube, hier kann man das ganz gut erkennen, der ist natürlich wirklich top. Hat eine schöne Form und es gibt viele Bremshebelschütze, die so richtig klobig sind und alles, und der, muss man sagen, sieht auch wirklich schön elegant aus. So, dann kommen wir wieder hier nach vorne. Hier sehen wir auch die IMA Gabelbrücke mit verstellbarem Offset. Genau, sollte mittlerweile den einen oder anderen auch was sagen. Dann haben wir hier noch einen Spider Racing Kupplungshebel. Genau, und das war es eigentlich soweit vorne schon. Ah ja, genau, hier haben wir noch den Kill Switch Button, den wir auch später gleich betätigen werden, auch von Chaprime. So, hier oben, falls sich der eine oder andere fragt, was ist das? Das ist die GPS-Antenne, sprich, hier werden dann im Dashboard die Rundenzeiten angezeigt. Kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Normalerweise ist es ja so, dass man das hier nach hinten baut, wobei bei der Ducati da nicht wirklich viel Platz ist. Deswegen haben wir es hier nach vorne gebaut. Hier haben wir noch Spider Racing Tankdeckel, auch hier mit Francesca Edition eingraviert. Wir haben natürlich überall ein bisschen die Francesca hier gewürdigt, also hier auch Francesca Edition vorne drin. Dann haben wir hier nochmal Francesca Edition im Kotflügel. Genau, ich glaube im Sitz haben wir auch noch Francesca Edition. Und dann können wir auch hier mal ein bisschen nach unten kommen. Hier sehen wir auch die Spider Racing Deckel, auch mit Francesca Edition Label drauf. Links daneben sehen wir die Spider Racing Evo Fußrastenanlage. Richtig geile Fußrastenanlage, die verbauen wir eigentlich bei fast allen unseren Editions. So, dann gehen wir mal noch auf die andere Seite. Da können wir auch nochmal den Lichtmaschinendeckel sehen, auch von Spider Racing. Aluminium gefräst und auch wieder hier mit dem Francesca Edition Label. Gehen wir hier ein bisschen nach rechts, können wir auch nochmal die Fußrastenanlage sehen. Hier auch wieder das Francesca Edition eingraviert. So, dann gehen wir hier nach oben. Da haben wir das Öl ins Federbein. Auch ein bisschen von uns überarbeitet. Das heißt, Fahrwerk top abgestimmt hier auf dem Fahrer. Genau, wenn wir nochmal ganz kurz nach rechts schauen, haben wir das Sita QuickFit Sprocket Hub. Auch wieder hier der Vorteil, ich erkläre es zwar jedes Mal wieder, aber für den einen oder anderen, der neu ist, vielleicht interessant. Und zwar muss man hier die Schrauben um eine halbe Umdrehung lösen und dann kann man das Kettenrad gleich rausnehmen. Das heißt, gerade bei der Ducati muss hier nicht komplett der Kettenradträger aufgemacht werden und dann komplett alles rausgeholt werden, sondern man muss nur diese Schrauben hier lösen, Kettenrad raus und neues Kettenrad rein. Spart natürlich einiges an Zeit und ist gerade auf der Rennstrecke, wenn man mal öfters das Kettenrad wechseln muss, natürlich nice to have. Dann haben wir hier noch von AEM die Mutter, im Prinzip, genau, Achsmutter, glaube ich, nennt man es. Genau.
DIT-Kette 520er ZVMX in Silber. Auch ein bisschen passend hier zu den ganzen Silberelementen, die wir hier generell verbaut haben. Auch vorne hier kann man sehen, das sieht der Ritzel. Genau, auch wieder mit der silbernen Kette. Dann hier kann man noch ein bisschen rausblitzen sehen, die Hehl-Kupplungsleitung, die natürlich hier an die Kupplungspumpe geht, die wir in diesem Fall hier noch original gelassen haben. Was man hier nicht sehen kann, aber was sich hier hinter verbirgt, ist der Sprintfilter. Wir haben hier den Sprintfilter, den Racefilter eingebaut. Sollte dem einen oder anderen auch was sagen. Genau, also Luftfilter wurde auch gewechselt. Ganz kurz hier nochmal eine Einblendung. Ich habe euch komplett vergessen zu zeigen, dass sie hier auch die Motocorso-Umlenkung drin haben. Das habe ich draußen nicht mehr gemacht. Das ist jetzt hier auch nur ein ganz kurzer Zwischenschnitt. Also hier auch Motocorso-An- und Umlenkung, die deutlich dicker sind als die Originalen. Also wer hier die Originalstangen von der Panigale kennt, die sind wirklich mini. Und das hier ist schon deutlich besser. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. So, jetzt geht's wieder weiter mit dem anderen Marco aus der Vergangenheit. Viel Spaß. Jetzt ist mir gerade eingefallen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir haben hier von Milotti noch die Dashboard Protection. Also hinter dem i2M Dashboard ist nochmal so eine, ja, so ein Schutz, sage ich jetzt mal, dass, wenn man mal stürzen sollte, hier auch das i2M Dashboard geschützt ist. Dann habe ich auch noch vergessen, haben wir hier natürlich auch noch den Zita Kettenradträger. Den haben wir eigentlich auch, glaube ich, sonst noch gar nicht in einem Video gezeigt gehabt. Ja, deswegen sieht man den jetzt hier auch nochmal ganz kurz. So, dann gehen wir auf die andere Seite und kommen erstmal kurz in die Mitte. Einige warten schon darauf, dass ich hier hinten den Pfad zeige. Das machen wir jetzt aber gleich. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz hier die Superbike Tankhaube. Auch von AP Carbon Line, also die ganze Verkleidung generell ist von AP Carbon Line. Genau, passend natürlich hier auch in 400G. So, dann kommen wir nach hinten. Hier haben wir die Winglets aus der MotoGP. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ich glaube, das ist auch wieder Geschmackssache. Wobei man natürlich sagen muss, das hat wirklich nicht jeder, beziehungsweise bis jetzt, glaube ich, so eigentlich noch keiner. Sieht natürlich richtig fancy aus. Also wie in der MotoGP hier diese Winglets, die kommen auch von AP Carbon Line. Gibt es noch nicht ganz offiziell zu kaufen, vielleicht wo das Video draußen ist mittlerweile schon. Deswegen auch gerne mal unseren Shop abchecken. Die sollten dann da auf jeden Fall auch reinkommen, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, sieht richtig lustig aus. Ich kann mal hier ein bisschen näher rangehen, damit ihr das hier mal seht. Die Winglets wurden aber auch wirklich getestet, beziehungsweise auch wirklich mit einem Computerprogramm ausgearbeitet. Schaut, wie es aerodynamisch Sinn macht. Deswegen ist es jetzt nicht einfach nur drauf montiert und einfach damit hier so da ist, sondern dabei wurde sich auch wirklich was gedacht, beziehungsweise auch wirklich steckt Entwicklungsarbeit drin. Genau, und es wurden nicht nur einfach zwei Winglets hier draufgeschraubt. Das heißt, die sollten eigentlich im Endeffekt auch was bringen. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an dem Fahrer dann, wie gut der natürlich generell ist. Aber ja. Hauptsächlich, glaube ich, bei uns im Hobbybereich ist es eher so ein fürs Design. Genau, dann zeige ich euch hier nochmal ganz kurz den Überblick. Und jetzt kommen wir natürlich zu meinem persönlichen Highlight, und zwar die Auspuffanlage. Hier haben wir eine Auspuffanlage von Axel Barzani. Also die originale Auspuffanlage, die Axel Barzani gefahren ist. Wir haben dazu auch schon ein Video hochgeladen. Das könnt ihr auch gerne mal rechts oben verlinken, wo wir die Anlage ausgepackt haben. Und jetzt seht ihr sie hier mal montiert. Ist also wirklich die originale Superbike-Anlage vom Motocorsa-Team. Hier haben wir sogar noch das Schild drauf hier vom Motocorsa. Und man sieht auch noch einige Kratzer, wie zum Beispiel hier, weil die Anlage auch schon in Benutzung war. Also Axel Barzani ist sogar mit dieser Anlage gestürzt. Die Rohre sehen natürlich jetzt sehr glänzend aus, weil wir die polieren lassen haben. Somit, ja, macht das jetzt natürlich hier eine schöne Optik. Hier unten sieht man noch ein, zwei Steinschläge, die der Axel hier reingemacht hat. Aber sonst ist die Anlage vom Polieren her natürlich sehr silber geworden und sieht jetzt wieder top aus. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben gerade, aber wenn sie warm wird, wird sie auch wieder schön, ja, so orange, blau. Müssen wir mal schauen, wie da der Farbverlauf dann wird. Das seht ihr aber wahrscheinlich dann auf Instagram in ein paar Stories oder so. Wenn wir mit der auf der Rennstrecke sind, seht ihr das, wie das hier so ein bisschen blau anläuft. So, dann kann ich euch hier nochmal den Dämpfer zeigen. Hier mussten wir eine spezielle Halterung extra anfertigen, weil die Halterung, die dabei war, hat nur für das Superbike-Heck gepasst. Und hier haben wir ja das Superstock, also das ganz normale Heck, verbaut. Deswegen, ja, war das auch ein bisschen tricky, hier die Auspuffanlage überhaupt richtig montieren zu können, beziehungsweise auch eine Halterung zu finden, die natürlich auch dann mit der Hitze und allem, hier haben wir so ein Hitzeband reingelegt, genau, das überhaupt, ja, aushält. Deswegen sieht man hier oben noch die Schrauben von der Halterung, die normalerweise war. Aber man muss sagen,
wenn man es jetzt hier so anschaut, ist schon richtig geil. Und man muss natürlich sagen, diese Auspuffanlage hat auch nicht jeder. Also das Ganze ist wirklich sehr unique und sehr einzigartig und gibt es auch so nicht zum freien Verkauf. Also gibt es wirklich nur über Teams und da muss man natürlich Glück haben, dass die gerade eine da haben, die überhaupt verkaufen, beziehungsweise überhaupt verkaufen möchten. Und die verkaufen natürlich auch nicht an jeden. Genau, weil zum Beispiel auch das mit der Halterung, glaube ich, kriegt eine normale Person, die jetzt nicht irgendwie ja einen Background hat, wo man irgendwie ja irgendeinem Kollegen hat, der eine Halterung machen kann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Genau, ist auf jeden Fall eine Komplettanlage. Ich glaube, wir können hier nirgendwo reinschauen. Nee, also auf jeden Fall gehen hier noch die Rohre entlang. Oh, vielleicht können wir mal hier kurz durchfluren. Ja, genau, man sieht es also ein bisschen. Also hier originale World Superbike Auspuffanlage. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Soundcheck. Ich gehe jetzt hier nach vorne, betätige hier den schönen Kill-Switch-Button. Dann können wir auch noch mal ganz kurz hier das Dashboard sehen. Leuchtet hier wie ein Christbaum. i2M Pro 2 Dashboard. So, hier haben wir dann die ganzen Einstellungen. Ich weiß nicht, ich glaube, auf das i2M Dashboard muss ich jetzt nicht unbedingt eingehen. So, dann gehen wir hier mal hinten und machen die ganze Maschine mal an. Mal ein bisschen Gas. Lassen wir sie erstmal ein bisschen warm laufen. So, die Ducati ist jetzt ein bisschen warm. Das heißt, wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Drehzahl. Ihr habt die Auspuffanlage gehört. Geisteskrank. Oh mein Gott, das ist wirklich. Also in Live, okay, ich glaube wieder auf Video kommt es nicht so rüber, aber in Live brutal, wirklich brutal. Also wenn ihr die mal live sehen solltet, hört euch die Auspuffanlage an. Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz 360 Grad hier ums Bike rum, damit ihr noch mal jeden Blickwinkel gesehen habt. Und dann ist das Video auch gleich schon zu Ende. Auch wenn man hier mal die Auspuffanlage von hinten anschaut. Oh mein Gott. So. Hier wird es ein bisschen eng hier gerade wegen dem Tor. Schauen wir mal, dass ich so vielleicht nochmal hinkriege. Oh, alleine aus diesem Blickwinkel. So ein schönes Bein. Wirklich. Wenn euch die Francesca gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Um nichts zu verpassen, gerne den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.